Hallo in die Runde, hallo Skatfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Ich hoffe, ihr seid noch wohlwollend dabei, auch wenn es letzte Woche nicht unbedingt eine Traumliste war, wenn es nicht unbedingt Werbung für den Online-Skat war. Ihr habt mich auch gefragt in den Kommentaren, ja, wie oft kommt denn das vor? Kommt sowas am echten Tisch vor? Nein, am echten Tisch habe ich so ein Verhalten noch nicht gesehen und auch online war das, ja, wenn man so will, das erste Mal, dass ich das so extrem gesehen habe. Ja, die Anonymität des Internets, das ist bekannt, die führt manchmal zu dem einen oder anderen Ausfall, da brennt meine Sicherung durch. Das wollte ich euch nicht verheimlichen, insofern habe ich es trotzdem gezeigt. Diese Woche kann ich euch sagen, heute ist von der Warte wieder alles in Ordnung, da wird wieder ordentlich gespielt und es wird ordentlich gereizt. Also wir sehen es hier gleich im ersten Spiel. Ich habe ja einen Rollmops, könnte man sagen, zwei von jeder Farbe, aber einen ganz starken Rollmops. Ich weiß gar nicht, ob der noch Rollmops überhaupt heißt, wenn da die beiden Alten und zwei Asse dabei sind und eine bestellte 10. Also ich habe natürlich Interesse, das Spiel zu machen und sehe jetzt hier verwundert, dass beide anderen auch am Reizen sind. Gut, einer will sicher Null-Ouvert, das ist erstmal die Annahme. Der andere vielleicht Kreuz, also ja. Schwer zu sagen, ich habe gedacht, ich gucke erstmal, aber irgendwie denke ich, ich möchte hier auch noch einsteigen. Da, bei 40 passt Vorhand und ich sag mal Null-Ouvert aus Mittelhand, den will ich mir so nicht angucken, also 48 biete ich auch noch. Jetzt könnte man sagen, vielleicht ein bisschen inkonsequent, wenn ich 48 biete, warum biete ich dann nicht auch 72? Ja, irgendwo ist mir dann das Risiko doch zu hoch, wenn er Null-Ouvert Hand stehen hat, dann, und das sehen wir hier, er hat Null-Ouvert Hand, dann stehen die Farben natürlich quer, das sieht man hier auch wunderbar, eine Farbe ganz frei, dafür sehr viel Herz und sehr viel Pik, also da wird schnell links und rechts mal gestochen. So, nun gucken wir uns den Null-Ouvert Hand mal an, den er nun spielen muss, Pik 7, 9, Dame, König, ich habe in Hinterhand Ass, Bube 8, also wenn jetzt nicht gerade die Pik 10 im Skat liegt, dann ist das Ding platt und da kommt sie raus, dann ist das Ding verloren. Ik kann hinten mit dem Ass rausnehmen, zweimal Pik hinterherbringen. Auf der Kreuz 8 wäre es übrigens nicht gegangen, ich habe ja nirgendwo Abwürfe, aber in dem Pik-Vierling haben wir ihn gleich erwischt. Ja, willkommen im Club. Ich denke mal, beim Rocket musst du so ein Spiel reizen mit 7, 8, Dame, König. Die Chance, den zu verlieren, ist gar nicht so groß. Das Pik Ass kann ja auch vor ihm stehen aufgrund der Reizung, aber das war jetzt natürlich unglücklich. So, es wird hier, es zeigt sich gleich, ich habe jetzt wieder einen Ansatz, den ich reizen kann in Mittelhand, den Pik. Ist natürlich auch noch kein Weltriese, aber mit dem Ass an der Seite, ein 10 zu dritt mit König. Ne, Eingangskarten, die das Blatt verstärken, habe ich noch ein paar. Kommt für 22 nicht ran und hier geht's wieder los. 45 wird von Vorhand noch gehalten, dann gibt Vorhand auf und Hinterhand spielt Grand. So, ist natürlich interessant. Ich habe zwei Buben dagegen, ich habe das Herz Ass dabei, Pik Ass hat mein Partner. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Springer-Grand. So, da haben wir es. Sechsmal Kreuz, ganz offensichtlich in der Hand. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, hat der Spieler noch das Karo Ass? Dann wird er wohl trotzdem gewinnen. Klar kann ich jetzt gleich Kreuz einmal stechen. Ich kann Pik 10 ziehen, Pik Lusche noch ziehen. Ja, dann das Herz Ass, aber dann muss ich mit Karo antreten. Also, wer hat Karo Ass? Das wird hier die entscheidende Frage sein. Und da klärt sie sich schon von alleine. Spieler gibt auf, hat also tatsächlich nur die 6 mal Kreuz kann das Spiel nur gewinnen, wenn die Jungs verteilt kommen. Das war nicht der Fall. Ja, zwei Spiele gelaufen. Ich habe ohne großes Risiko locker mitgespielt, locker mitgemischt und lieg schon deutlich vorne. Kann also ganz zufrieden sein. Die beiden anderen sind sicher schon mit so einer Krawatte dabei. Der Rechner hat eine andere Rechner. Ist vielleicht schon fast aus dem Fenster geflogen, aber noch nicht ganz. So, Kreuzspiel, wie eröffnet man den? Ja, ich selbst bin ein Freund davon, nicht schon meine Asse jetzt hier direkt zu ziehen. Es kann ja alles richtig und falsch sein. Im Aufschlag wird auf jeden Fall selten geschnippelt, deswegen Pik König.
Wenn mein Partner da die 10 zu zweit oder zu dritt hat, ist das kein schlechtes Ausspiel. Und dann schauen wir mal, wo die Schwächen des Alleinspielers sind. Ich kann die dann noch mit meinen starken Assen ausleuchten, ob da irgendwo eine 10 zu erschnippeln ist. Jetzt sehen wir es hier aber schon, es ist ein 6-Trümpfer mit 3. Trumpf Ass von meinem Partner sagt ganz klar, das war sein letzter Trumpf. Pik Ass hatte der Alleinspieler auch, also gewinnen können wir nicht. Jetzt Plan B, Schneider frei. Karo Lusche fällt von meinem Partner, also möglich, dass der Alleinspieler noch Karo 10, König Dame hat. Logisch, dass er jetzt die 10 nicht mehr anbietet, wo er schon eine Lusche gesehen hat, deswegen tauche ich. Nun hat mein Partner noch die Dame, damit sind es noch zwei unbekannte Karten und hoffe ich mal, dass es nicht der blanke Karo König und der Pik Drilling war, wobei man sagen muss, Pik Drilling und blanker Karo König wäre immer Schneider, auch wenn ich rausnehme, hätten wir 18 in Karo und dann diese 10 in Pik. Hier kommt aber die Pik Dame und die macht natürlich Hoffnung, der letzte Fehl ist die Karo 10. Damit sind wir dann noch raus, dann wird schnell aufgegeben und weiter geht's im Programm. Ja, 20, finde ich, muss ich bieten. Na, der eine oder andere mal sagen, das ist eine Hebereizung, du willst nur kein Karo. Stimmt, ich will kein Karo sehen. Was ich selber hätte spielen wollen, ja, kann ich noch nicht sagen. Ich habe ja noch nicht ins Skat geguckt. Es könnte alles werden zwischen Herz, Pik, Kreuz und vielleicht mit dem Buben und Ast und sogar einen Gang. Zumindest nicht einen einfachen Karo. Mutmaßung natürlich, wo mir sämtliche Luschen fehlen. Gerade die 7er S kommt wieder ein 0 oder sogar ein 0 Ouvert. Und der sieht diesmal besser aus. 5-mal Kreuz geschlossen, 4-mal Karo geschlossen, noch eine 7. Da ist Spieler 3 wieder einigermaßen im Geschäft. Fünftes Spiel, mein dritter Ansatz. Ich kann wieder reizen. Karo auf jeden Fall. Karo mit 2, 27, kommen aber nicht ran. Ja, der Karo Hand ist schon ein bisschen verwegen, aber irgendwann müssen wir ja auch mal anfangen, sonst sind die 12 Spiele gleich vorbei. Und wir haben gar nicht mitgemacht. Also auf 36 passe ich vorher nicht. So, alles wollen wir hören, nur nicht Herz. Und was hören wir? Herz. Naja, wie beim Skat. Dann müssen wir auf ein paar starke Trümpfe bei meinem Partner vertrauen, wenn es ein 5-Trümpfer ist. So, hier, erste Frage. Pik 7, was machen wir? 8 oder König? König wird ja so laut Lehrbuch häufig gelegt, um die 10 zu schützen gegen Lusche, Dame, aber ich finde, es ist gar nicht immer so eine starke Karte. Häufig steht auch mal das Ass blank und dann machst du es dem Alleinspieler, sagen wir mal, ein bisschen leichter mit dem König, beziehungsweise deinem Partner ein bisschen schwerer, weil er das noch nicht sehen kann. Ich gehe also hier nur mit der 8 drauf. Alleinspieler schnippelt mit der 9. Sieht von daher erstmal nicht so gut aus, was ich da gemacht habe. Die Entscheidung wird sich gleich noch zeigen. So, jetzt Pik König hinterher, hat irgendwie wenig Wert, wenn ihr mich fragt. Wahrscheinlich hat mein Partner noch die 2 Piken und der Alleinspieler jetzt das Ass. Also wechsle ich auf Karo, Alleinspieler geht ran, hinten die blanke Karo 10, also das Spiel. Da haben wir wohl nichts zu bestellen, jetzt sind auch noch Karo König Dame hoch. Und hier sehen wir es, in Pik war überhaupt nichts los, Alleinspieler hat sowieso Ass 10 Lusche, Pik steht 2-2, also erster Stich unerheblich, dass ich da nicht mit dem König rauf bin. Dann hat der Alleinspieler jetzt auch schon Rest, guckt an, Karo König Dame konnte er noch drücken, also das waren Luxusprobleme, das war jetzt ein gutes Spiel, Herz ohne 3 Schneider. Tja, es ist eine interessante Liste, also ich habe meinen Spaß, obwohl ich ja jetzt dreimal mitgereizt habe, nicht einmal rangekommen bin, es wird hier Gas gegeben, es sind interessante Verteilungen, es wird auch nicht jedes Spiel gewonnen, ich gucke hier auf einen Haufen Neuschnee, trotzdem. Es ist ja auch immer schon unterhaltsam, dann wieder mitzubekommen, dass da wieder erstmal 48 gereizt wird. So, Grang. Bitte um Vorschläge fürs Ausspiel. Ja, wieder eine kurze Farbe bringen. Null Ouvert Reizung von meinem Partner. Gut, also Pik spiele ich jetzt vielleicht nicht geradeaus, wo ich selbst die 7 habe. Das dürfte dann nämlich sicher nicht die stärkere Farbe von meinem Partner sein. Ja, irgendwie denke ich jetzt, ach, ich kann doch mal die etwas längere Farbe bringen. Klar kann der Alleinspieler da nicht allzu viel von haben, da kann ich ihm nicht in die Riesenflotte einspielen, also in seine Fünferlänge lang zum Beispiel oder in Ass 10 irgendwie, aber es ist natürlich auch eine Gefahr, dass mein Partner gar keinen hat, so wie jetzt, und dann kommt der Alleinspieler hinten günstig ran, kann schnippeln, zieht jetzt den Buben, geht jetzt über die Dörfer. Also ich traue meinem Partner jedenfalls ja mindestens noch einen Buben zu, das muss ich sagen. Das ist so der typische Spielverlauf. Alleinspieler zieht einmal Kreuzbube, es fällt nur Karobube, geht dann über die Dörfer, deswegen jetzt auch direkt
Rein mit der 10. Und da wird mit Herzbube gestochen. Und Herzbube ist eine Signalkarte, die mich in eine gewisse Aufregung, in Alarmbereitschaft versetzt. Denn der Pikbube, der muss dann auch noch bei meinem Partner sein. Der hat also drei Buben dagegen. Pik hat er auch einmal abgeworfen. Also Pik 10 wird er auch noch stechen. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel hier gegen die drei Buben in ganz schweres Fahrwasser geraten ist. Ach, ein Ass hat man hier. Kollege auch noch, ja, dann ist natürlich überhaupt nichts zu bestellen. Dann war das verzeihlich, dass ich hier Kreuz getroffen habe. So, 1 zu 1 und 2 zu 2. Nach 6 Spielen liege ich also mit 0 Spielpunkten so weit vorne und so gut im Rennen. Kaum vorstellbar, es sei denn, wir wären beim Skat. Dieser Karo-Hand wird schnell vorgezogen. Bisher unspektakulär. Zweiter Kreuz gestochen. Jetzt sitze ich hier wieder. 20er Reizung auf 2 gepasst. Hat er Herz gereizt, hat er Pik gereizt. Ich mag jetzt nicht in den Herzkönig zu 4 reinfassen. Theoretisch gesehen kann man sagen, da kannst du eigentlich nichts kaputt machen. Keine 10 freispielen zumindest oder kaputt spielen. Aber wenn mein Partner tatsächlich 4 Trumpf dagegen hat, also noch 2 hat und nun gerade Herz frei ist, deswegen vielleicht auf 22 passt, dann wäre Herz katastrophal. Dann lieber in Pik einfach mal weiter beleuchten, wie die Karte aussieht. Ass bei meinem Partner getroffen, damit bin ich zufrieden. Jetzt zeigt er seine Stärke, aber es ist gar keine Stärke, es ist nur der letzte Stich vor Feierabend. Alleinspieler zeigt schon die Karten, gibt jetzt nur noch diesen Stich ab. Ja, wir sind schon raus, dann können wir auch schenken. Den Stich brauchen wir nicht, um aus dem Schneider zu sein. Ein wenig Kompensation für Spieler 3. So, Spiel 8. Schaut an. Null Ouvert will ich reizen. Eine finden, dann ist Karo Ass weg. Kreuz darf dann nicht zu viert stehen. Karo 8 hätten wir noch im Blatt. Und ich komme sogar ran. Das ist ja eigentlich die Überraschung. Ich komme ran und ich finde Karo 7 und Herz König, also zwei Passkarten. Damit hat der Null Ouvert jetzt keinen Knochen mehr. Sogar das Kreuz Ass zu viert kann ich drücken. Ja, ich bin rangekommen bei 20. Ja, was, das ist doch eigentlich die Überraschung in diesem Spiel. Im Spiel 8 kommt die kleine Meerjungfrau endlich aus dem Knick und liegt jetzt wie ein Dickschiff im Wasser. Herrlich. Und ich habe wieder ein Blatt, aber irgendwie sieht es ja nur wie ein einfacher Karo aus. Also ich war hier schon mental am Überlegen, eigentlich unter 0 will ich das Ding auch nicht weggeben. Mir fehlen die ganzen Luschen, wenn da ein Bube liegt oder irgendwie, aber es ist ja eigentlich ist es nichts. Eigentlich kannst du nur 18 sagen. Aber da komme ich für 18 ran. Also umsonst mir Gedanken gemacht und zack, tatsächlich, mein Gefühl hatte mich nicht getrogen. Zum Ende der Liste komme ich jetzt groß ins Rennen, komme ich groß auf, Herz Buben gefunden, damit 20 im Keller, kann man mal den Rang mit Buben rausspielen. Und wenn die Jungs kommen, dann ist ja sofort alles fein. Wenn nicht, habe ich noch 2,5 Farben dabei, dann hätte ich mir auch nicht allzu viel Gedanken gemacht, beziehungsweise klar kann der Gang theoretisch verloren werden, aber so oft wird das auch nicht passieren. Jetzt können wir gucken, ob wir irgendwie Schneider schaffen. Ist natürlich schade, dass direkt Kreuz auf den Tisch kommt. So, 37, 48, jetzt erstmal das Spiel gewinnen, 58 und dann gucken, ob noch Schneider geht. So, über 60 habe ich schon, Pik 3 Luschen sind schon abgetragen, jetzt kann ich hoffen, dass derjenige mit dem Pik Ass noch 1-2 Herz dabei hat. Nein, er kann noch zweimal Kreuz ziehen, damit sind die anderen aus dem Schneider. Ole, ole, es geht wirklich los. Ein schöner Hattrick wird das doch jetzt, oder? Wie sieht's aus? Ah! Diesmal will Spieler 2 mir wieder in die Suppe spucken. Ich habe ja das Gefühl, dass da ein Grang drin liegt, aber ich komme erst bei 22 ran. Und wenn er seriös einen Pik gereizt hat, dann würde es mir nicht gut bekommen, jetzt zum Grang finden zu wollen. Also wir lassen die Kirche im Dorf. Wir spielen solide den Herz-Hand. Der ist in Hinterhand doch ziemlich gut mit 2 Assen an der Seite und einer Farbe frei. Der Aufschlag Karo gefällt mir natürlich. Da kann ich gleich schnippeln. Und dann will ich natürlich nicht, dass mir Karo 21 abgestochen werden. Deswegen werde ich gleich natürlich jetzt mal die Stärke des Kreuzbuben direkt ausspielen. Also zusehen, dass ich hier 4 Trümpfe eliminiere.
Und ich versuche auf jeden Fall in Hinterhand zu kommen, nicht, dass mir gegen Trumpf 3-3 noch die Karo 21 abgestochen werden. Deswegen Herz, Bube. Auch da kann man übrigens drüber sprechen, wo Spieler 2 die erst auf 22 passt. Das kann auch gerade die Herz-Hebe sein, die berühmt-berüchtigte. Dann könnte der Pik-Bube auch blank stehen, aber da steckt man nie so ganz drin. Also ich bin nicht unzufrieden. Vier Trümpfe raus, mit Karo König geschnippelt. Guckt, jetzt kommt auch noch die Kreuz 10 an Bord. Damit liege ich doch jetzt ganz gut im Rennen. Hier sehen wir es. Ja, es wäre schlauer gewesen, noch Trumpf Dame zu spielen, statt dem Herz Buben. Dann hätte ich da einen Trumpfstich noch gespart. Aber ich sag mal so, das sieht doch aus, als ob das hier reichen muss. Also lieber Karo Ass, statt ich Kreuz ausspielen, nachher gar keinen Stich mehr mache ich. Denk, ich bin zu Hause. Ja, es liegt ein Voller, das war jetzt nicht unwichtig. Das hatte sich im Spielverlauf aber irgendwie so ein bisschen schon so dargestellt. Deswegen habe ich das Ding also mit 65 gewonnen. So, jetzt sind noch zwei Spiele. Ich sag mal, meine Tischwette, die habe ich klar gewonnen. Da wird nichts mehr anbrennen. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, die Jungs haben sich auch verausgabt. Die haben am Anfang so viel Gas gegeben und haben immer Pech gehabt. Ich habe so ein Gefühl und sag jetzt auf diesen Rotzhaufen hier in Mittelhand irgendwie mal 18. Klar, wenn ich jetzt natürlich, wenn 18 gehalten wird oder noch 20 geboten wird, dann bin ich sofort weg. Also so schneller als mein Schatten hätte ich dann gepasst. Aber ich komme tatsächlich ran. Jetzt also bitte noch mal einmal alle zusammen Daumen drücken, dass das jetzt kein Fehler war. Zack! Ja, da geht die Sonne auf. Da geht die Sonne auf, so wie früher. Deswegen liebe ich dieses Spiel. Da habe ich doch wieder alles richtig gemacht. Also, wenn ich jetzt in dieser Woche noch alle Listen spielen wollte, wenn ich es wirklich drauf ankommen lassen wollte, dann würde ich jetzt Herz 10 mitdrücken und den Rang losmachen. So viel kann ich euch versprechen. Ich bin aber qualifiziert, mache hier nur zu meiner und eurer Belustigung einen kleinen Rocket-Zwischenstopp in dieser Woche. Deswegen mache ich jetzt auch den besseren Herz. Er ist ja auch nicht unverlierbar, aber er ist natürlich solider als der Grand. So, war auch nicht so leicht zu drücken. Drückt man jetzt die Karo 7 mit weg und hält dann Ass König 7 in Kreuz. Kann alles richtig und verkehrt sein. Karo 7 kann natürlich auch eine Stichkarte sein, wenn Karo 2-2 steht. Ich wollte die vier Augen vom Kreuz König lieber mitlegen. Die vier Augen sind ja auch noch ein Argument. So, jetzt denke ich, ist es mal wieder Zeit, mit dem Alten direkt anzufangen. Und da kriege ich Pik Bube. Also auch hier, man kann so und so spielen. Man muss jetzt hier nicht Panik kriegen, man kann auch weiter von Trumpf von unten spielen. Nur dann kann natürlich nach Spieler 3 aus Kreuz 10 zu dritt geöffnet hat, droht dann noch so ein unschöner Überstich auf Kreuz Dame und die Trumpfverteilung ist dann für mich noch überhaupt nicht plausibel. Deswegen lieber von oben und der Pik Bube gibt mir hier ein Stück weit recht. Spieler 2 hat entweder den Pik Buben wirklich blank oder er hat wohl noch Trumpf Ass dabei. Jetzt muss ich mal gucken, gegen 5 Trumpf wäre es natürlich unschön, jetzt Herz Bube abzuziehen, wenn das Trumpf Ass blank steht und dadurch wäre auch nicht so schön. Ja, ich guck mal erstmal, wie Karo sitzt. So, Karo König von Spieler 3. Also kann natürlich auch ein Anschiss sein. Aber ich habe schon 34. Auf jeden Fall bekomme ich ja in Trumpf jetzt ein Bild. Also ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, gut, ich ziehe jetzt doch den Herzbuben. Wenn Trumpf zu 5 steht und Karo 10 gestochen wird, muss ich eben mit Trumpf 10 einen anderen Vollen zurückstechen. Wenn es geht mit Bild, dann komme ich auch gerade so hin. Zumindest wird es ganz eng. Ich wollte hier einfach die Geschichte ableuchten, dass das Trumpf Ass noch bei Spieler 2 stehen kann. Und da ist es doch. Dann ist nämlich nichts los. Ansonsten bringe ich mich mit Karo 10 in Teufelsküche, wird dann von Spieler 3 gestochen und Trumpf Ass kann nachher noch Kreuz Dame überknacken. Also alles richtig gemacht und auch dieses Spiel in den sicheren Hafen reingesteuert. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist jetzt schon das vierte Spiel am Stück und damit kommt ja in der Liste noch richtig Holz zusammen. Gucken wir uns das jetzt mal an. Ein Spiel vor Schluss, 464.
Jetzt noch ein schönes Spiel, dann bin ich ja beim Preisgard vorne mit dabei. Die beiden anderen 1 zu 1 und 3 zu 2. Chapeau, das hat hingehauen. Ja, das ist aber nicht mein Spiel geworden. Mittelhand kommt noch mal für 18 ran. Gut, ausgerechnet Herz, wo ich 4 dagegen habe und keinen weiteren Vollen. Das macht erstmal Hoffnung. Trümpfe bei mir, die Vollen vielleicht bei meinem Partner. Und ich habe Öffnung Karo oder Pik. Ich öffne jetzt Karo. Kann ja sein, dass mein Partner in Hinterhand den Karo-Ansatz hatte, aber nicht mehr 20 reizen konnte. Deswegen öffne ich Karo. Und tatsächlich, Stechfarbe getroffen. Und ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Schaut mal hier, womit der Spieler gestochen hat. Er hat mit der Herz-Lusche gestochen. Könnte noch eine interessante Karte hier im Spiel sein. So, jetzt zweiter Stich. Mein Partner ein wenig übereifrig. Auf den Pik-Buben kann man doch einmal meine Lusche fallen lassen. Das ist doch das kleine 1x1. Selbst wenn ich den Kreuz-Buben, Herz-Buben habe, eine Lusche kann ich doch einmal, kann ich doch tauchen. Da verschenken wir doch nichts. Ich weiß jetzt natürlich, es ist ein 7-Trümpfer. Ja, jetzt wo das Karo Ass gefallen ist von meinem Partner, habe ich eigentlich nicht mehr so viel Hoffnung. Jetzt hat der Alleinspieler auch noch einen Seitenass dabei. Jetzt geht er mit seinen Fehlkarten vom Stich. So, 15, 25, alle Achtung. Auf Kreuz fallen nur 25, das heißt, die Kreuz-Dame, die ist eben noch nicht gefallen. Der Alleinspieler hat jetzt nur noch Trümpfe und da kommt die Kreuz-Dame. Ich würde jetzt noch gleich meine zwei Stiche machen. Und jetzt ist es sehr interessant, wenn ihr mal einmal durchrechnet. Es fällt noch Karo 10 auf 46. Und ja, weil der Alleinspieler im ersten Stich mit der Lusche gestochen hat, muss er jetzt hier den Karo Buben geben. Und damit sind es mit der Pik 10 nochmal genau 60. Jetzt könnt ihr argumentieren, naja, wenn er jetzt hier mit dem Buben gestochen hätte, dann hätte ich den Trumpf König gehalten. Nee, ist aber nicht so, beziehungsweise dann hätte der Alleinspieler eine andere Siegmöglichkeit gehabt. Er hätte dann, bevor er mit Kreuz vom Stich geht, eben weiter von oben ziehen müssen. Dann hätte ich den Herzkönig zugeben müssen und von ihm beide Trumpfluschen bekommen. Also er verliert hier nur mit 60, weil er es ein bisschen lax, ein bisschen flapsig vorgetragen hat, im Aufschlag unnötig aus 8, 9 Dame, 10 mit der Lusche gestochen hat, am Ende mir das Bild geben muss. Ja, glücklich für mich, denn so kommen mir hier unverhofft nochmal 40 Punkte mit dazu, eine runde, schöne 500. Das hat mir doch gefallen, das hat mir doch Spaß gemacht, das hat mich entschädigt für die merkwürdigen Züge aus der letzten Woche. Ich hoffe, euch hat es auch entschädigt. Wünsche euch wie immer viel Spaß, gut Blatt, bleibt dran und bis bald.